Mein Name ist Hans-Peter Bausch. Ich bin erster Soloposaunist im Beethoven-Orchester. Wir sind meistens drei Posaunen und ich spiele die hohe Stimme. Mit 12 Jahren beschloss ich, dass die Blockflöte nicht mehr das richtige Instrument für einen großen Jungen wäre. Ich wollte dann ein Blechblasinstrument lernen. Für die Posaune entschied ich mich dann wegen dem schönen goldenen Aussehen und dem warmen, weichen Klang. Wie bin ich ins Orchester gekommen? Mit 17 Jahren habe ich nur Jazz- und Rockmusik gespielt in Bands. Davon konnte man aber leider nicht leben. Und da ich Profi werden wollte, war es das Beste, die klassische Posaune zu studieren. Das machte mir dann so viel Spaß, dass ich beim Orchesterspielen blieb und schon vor Ende des Studiums meine erste Anstellung bekam. Der Ton auf dem Instrument wird durch Lippenschwingung erzeugt. Man könnte sagen Lippenpupse. Das ist dann. Mit dem Mundstück hier klingt das dann so. Und das Instrument verstärkt und harmonisiert diese Schwingung. Wozu brauche ich meinen Zug? Wenn ich keinen Zug habe, kann ich nur wenige Töne spielen, zum Beispiel. Das wird aber auf Dauer ein bisschen langweilig. Deswegen kann ich mit dem Zug die Tonsäule verlängern. Das ist das gleiche, wie wenn ich auf einer Gitarre die Saite länger mache. Dann wird der Ton tiefer. Habt ihr gehört? Aber es gibt hier keine Raster auf dem Zug. Ich muss sehr viel üben, damit ich dann genau die Töne treffe, die ich haben möchte. Mit der Posaune kann man super Effekte erzeugen. Ganz wilde Sachen spielen zum Beispiel. Wir können Glissando machen. Wir können ein bisschen den Ton anschleifen. Wir sind im Orchester eine ganze Posaunenfamilie. Ich spiele hier die Tenorposaune, das ist wie die Tenorstimme im Chor. Dann gibt es noch eine Bassposaune, die spielt der Kollege, der hat nämlich ein größeres Mundstück. Und dann habe ich hier noch euch mitgebracht eine Altposaune, das ist die kleine. Die brauche ich, wenn ich höher spielen möchte, höhere Töne. Und das ist wie die Altstimme im Chor. Das war das große Finale der 5. Sinfonie. Die Posaunen spielen in dieser Sinfonie erst zum großen Jubel im 4. Satz. So lange müssen wir warten. Ich mag den Beethoven sehr gerne. Für mich ist er der größte Komponist der Musikgeschichte. Aber leider hat er uns nicht so oft eingesetzt und wir müssen leider sehr oft bei ihm warten. Ich hoffe, ich konnte euch die Posaune ganz gut erklären.
Wenn ihr das nächste Mal zum Orchesterkonzert kommt, dann schaut doch bitte, wo wir sitzen, nämlich zwischen der Tuba und den Trompeten, vor dem Schlagzeug. Schaut mal rüber, würde mich freuen. Tschüss.